So, guck mal, die haben Spaß 500 sogar. Ja, und guck mal, über 200. Da war ich jetzt. Ich wollte jetzt gleich nochmal zurück, nochmal die Waffen ein bisschen wegbringen, damit ich noch ein paar Waffen mal einsammeln kann. Cool, hab ich jetzt. Ach, guck mal, da ist sogar ein Auto hier. Ätherverseuchung 0. 0 ist ja gut. Also, nicht gut, aber gut. Nein. Da war irgendwo ein Autochen. Warte. Oh, hier ist eine Fabrik. Ich habe noch eine Blaupause. Das habe ich ja wohl mitbekommen. Schön, ne? So, jetzt haben wir die. Warte, hier ist auch noch ein Autochen. Das krabbel ich mal eben an. Komm her, du geile Sau. Und da kannst du nur gegenhauen. Also ein Krabbeln bringt da nichts. Da. Hey ja. Warum sind hier so viele? Alter! Ich hab ein paar Waffen weg. Ich muss dann mitten auf die Insel. Waffen zu holen sind. Nein, jetzt habe ich gar nicht eine Waffe schon wieder nicht mitnehmen. Das war zum Kotzen. Aua. Ich habe vergessen, die Shit. Ja, deswegen tue ich die Waffen jetzt alle raus. Ich habe noch ein paar epische. Und dann auch noch eine Donnerbüchse, weißt du? Bleib da liegen, Mann. Aber was? Bleib's ja. Deswegen renne ich jetzt gleich nochmal zurück zu der Insel, weil da liegen noch ein paar Waffen. Also die spawnen ja nicht. So, ich habe eine tolle Pionier-Axt. Und jetzt muss ich das mal gucken. Und Klebeband. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Doch wo ich war, da war auch nichts. Da war ich, glaube ich, ne? Ey, guck mal da. Ach, da war ich, genau. Gut hinsetzen. Da komme ich doch. So. Ich habe gerade gesetzt. Es macht unendlich Spaß, ehrlich. Jo. Warte, da hinten ist was im Äther. Äther Peter. Es ist der Äther Peter. Ja, weil du findest da halt relativ auch Blaupausen und sowas, wenn es mitten im Äther ist und du findest da irgendeine Kiste. Wie groß ist denn diese Map hier, bitteschön? Die ist mega. Und wir können noch Dragonis erwecken, wir haben genug. Also das heißt, wenn wir welche finden. Ach, hier ist... Ey, das sieht ja mal mega aus. Hier ist so wie so ein Ofen. Mitten im Äther. Ist der Ofenprofen. Kennst du den? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich habe diese Runensteine gefunden da. Achso. Da kam auf einmal dieses Dü-dü-dü. Ach, mich greifen jetzt gerade hier Viecher an. Zu Recht. So, Grunzer sind tot. Nein! So, hier ist eine Waffe. Wo war noch einer? Ich bin runtergefallen, das ist nicht gut. Glück gehabt. Alle Waffen, die ich jetzt nämlich vergessen, also nicht mitnehmen konnte, hole ich jetzt.
Bin ich da wieder zurück. Oh, ja, komm her, du Riesenmochel. Mokol. Zack, weg. Summertime! Oh, guck mal, was hier liegt. Guck mal. Hast du gesehen? Wir haben jetzt 6 Blaupausen. Ja, hab ich mir schon. Kommen jetzt die Dinger, dann brauchen wir vielleicht nicht mehr so viel Hummer. Weißt du, was ich meine? Oh, guck mal. Dann können wir das Achtung, Wasser ein bisschen guck mal an der Seite, sparen. Guck mal an deiner Seite, was ich gefunden habe. Was ja, ja. Gesehen hat. Wer war hab da? Ich doch. Jetzt haben wir 7 Blaupausen. Aber ich bin hier gerade am Fighten mit so einem fetten Oschi. Ach, kannst gar nicht fighten. Oh, ich sehe noch ein Leuchteli. Ein Leuchteli? So, jetzt gehen wir mal gucken. Erstmal mache ich die Markierung hier weg. Dann gehe ich hier auf die Insel. Ich bin jetzt markiert. Ah. Liebes. Lü. Das ist ein Haus. Hab ich denn jetzt markiert? Oh, egal. Warte mal. Ah, ne. Ich spiele das unendlich gerne hier, ne? Boah. Das macht so viel Spaß. Das wäre fast um mich geschehen. Weil ich nämlich einfach in den Ether gesprungen. Ether gesprungen. Oh. Die Schweinebacke ist weg. Wow. Geil! Ich kann verbinden. Naja. Wir reisen wie aber kann man sich eigentlich nochmal umziehen? Muss ich gleich eben selber einmal nachgucken. Weiß jetzt gerade auswendig nicht mehr. Phew. Ich mag es auch, Häuser zu entdecken und so, ne, auf manchen Inseln. Ach, ich habe unsere Insel, ich habe unsere Insel gar nicht verbunden. Das ist natürlich selten dämlich von mir. Jetzt sind wir angeschlossen. So. Waffe können wir auch hier lassen. Die können wir hier lassen. Und die Donnerboxe. Die Donnerboxe können wir auch hier lassen. So wollte ich eigentlich nicht sagen, aber naja. Ich sehe, dass du ein Geschenk für mich hast. Komm hier. Komm. Komm. Bleib hier. Immer diese Flüchtlinge. Schlimm. Und nur noch eins. Flupp, kriegst einen Kristall für und du gibst mir das Geschenk. Eine Blaupause geschenkt bekommen. Cool. Jetzt haben wir 8. Ja, mega. Ja, ne? So, damit könnten wir jetzt eigentlich, was hat die Fee gesagt, wir bräuchten was zu essen. Verstehe ich überhaupt nicht, aber gut. Doch, weil die Hummerdinger. Ach, die Kürbisfelder überhaupt, meinst du, ne? Genau, weil die ziehen doch Wasser. Darum ging mir das, damit wir ein bisschen Wasser sparen und so. Die Hummer-Dinger geben 16, die Kürbisfelder geben 30. Das ist natürlich mega. Und du brauchst nicht mehr Wasser dafür. Dann könnte man das nämlich anders nutzen. Das stimmt. Ach, da hast du schon. Da muss ich auf die wieder was tun. Oh, mehr kann ich nicht bauen. Na gut, egal. Ja, erstmal so viel wie wir können und dann. Ja, ich habe gerade Felder so viele wie ich kann gebaut. Dann gucken wir, dass wir vielleicht noch ein paar Sachen abbauen. Nachher.
Ich glaube, dein Essen steigt. Kann das sein, so ein bisschen trotzdem? Irgendwie? Ja. Über 300. Also wir können ruhig noch ein paar Dragonis erwecken, wenn wir die auf der Reise finden. Ja, aber Moment, meine Kürbisfelder sind doch noch alle gar nicht fertig. Ist doch gerade mal eins fertig. Ja, aber dann könnten wir rein theoretisch nachher die Hummerfelder. Zweite ist auch fertig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die Hummerfelder minimieren, damit wir wieder Platz haben. Nicht böse gemeint, aber dann haben wir Platz für andere Bauten. Die da noch kommen. Da kommen ja, glaube ich, noch Sachen. Ja. Später. Zumal genau. Man muss ja auch gucken, dass man immer Platz sparen da und. Mhm. Warte mal ab hier. So, den lassen wir erstmal ein bisschen altern, der wird erwachsen. Erwachsen! Mal fett ins Gesicht gerotzt. Und die Lagerstufe erhöht, das heißt, wir könnten jetzt generell was mehr bauen. Ah ja, okay. Deswegen muss ja sowieso die Lagerstufe erhöhen, was ja auch ein Grund. Dem habe ich fett ins Gesicht. Lagerstufe erhöht, ja. Dem habe ich fett ins Gesicht gerotzt. Hm? So, das eine Feld lasse ich eben hier, damit wir auch Kohlsamen und all sowas haben. Alter! Wie geil, wenn die Kürbisse da fräten. Wie geil ist es, sieht das denn aus, bitte? Zieht sich den da voll ran? Ja, aber... Nein, grab dich nicht weg, Mann! Wo sind wir hin jetzt? Pippa! Komm du mal her, ich hab noch zwei, drei. Rote Tigeraugen für dich. Tigeraugen für dich. Ich hab ein paar Augen für dich. Oh, volljährig. Komm her. Einmal ins Gesicht gerotzt. Oh, blutig. Tada! Kristalle geben. Oh, da kann ich dem. Oh, der kann sogar nochmal erwachsen werden jetzt. Der kann sogar erwachsen werden. Erwachsen. Erwachsen. Haben wir noch was für dich? Ja, eine habe ich noch. Ich krabbel mal eben was an. Okay, boah, Alter, wir haben jetzt so viel Essen gerade. Ja, ist doch ja. So, dafür reiße ich aber wieder einen Brunnen weg. Den einen Brunnen brauchen wir nicht. Ich setze aber nochmal einen neuen Wasserbrunnen. Großen, ne? Einen großen setze ich jetzt hier nochmal hin. Ja, ja, ich habe gerade einen kleinen weggerissen. Wir tauschen das jetzt nur um in groß. Einen der Anfangsdinger. Infängsdinger vor allen Dingen. Hm? Ah, da. Nee, passt nicht. Warum nicht? Warum geht denn der jetzt hier nicht hin? Achso, weil das alles im Weg ist. Ja, das ist doof. So. Also hier wollte ich eben die Heilpflanzen mitnehmen. Sag mal, ihr kleinen Habitats hier. Seid ihr denn? Ist denn noch eins? Legst dich hier nicht zum Pennen? Junge, leg dich nicht hin zum Pennen. So, Plitt, komm mal her. Ich hab doch was für dir. Komm doch mal her. Ich hab da ein Kristall für dich. Ja, reicht zwar nicht, aber ich brauch Platz in meiner Tasche. Lisa, alles gut. So, wunderbar. Der funktioniert noch nicht. Ich suche noch einen. Ah, da. So, den Wassertank haben wir auch verbunden. Dann haben wir aber da hinten noch einen.
Irgendwo muss noch einer sein. Oh, ich krieg das Kotzen. Ich hasse es. So. Essen steigt. Da oben ist noch einer. Du hast die Granitschlucht gereinigt. Super, Fee. Ich habe auch eine Blaupause gefunden. Und eine Blaupause hast du gefunden. Super, Fee. Einmal Granitschlucht gereinigt und was auch immer. Warum nicht denn da? Dann gehen wir jetzt auf die nächste Insel. Mal gucken, wie ich markiert habe. Macht voll Spaß. So, komm mal her. Einmal Rotz. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Jemand ins Gesicht rotzen und er wird älter. Sehr schön. Oh, wir werden gleich wieder überfallen. Oh. Ah, du hast 10 Minuten Zeit. Alles gut. Komm her, kleiner Mann. Dran erkennt man nochmal, ob irgendwo welche sind. Ja, da sind dann so Punkte. So Kreise auf der Map. Guck mal da, wo unser Lager ist. Da wirst du zum Beispiel relativ viele Kreise sehen hintereinander. Wobei die eigentlich gerade generell jetzt weniger werden sollen. Ich sehe die nicht. Ach, okay. Da! Boah, ich sehe die nicht. Dann ist da hinten ist auch noch einer. Fabrikstraße. Haben wir einen übersehen? Fabrikstraße. Ne, da war ja noch kein. Also, ich war noch nicht da. War ich da wahrscheinlich. Ja, weil nicht entdeckt, da gehe ich als nächstes hin, aber jetzt warte ich natürlich erstmal. Ich bin aber gerade mal ein bisschen mutig. Dann hole ich den gleich von der Fabrikstraße. What? Du willst die Lagerstufe erhöhen. Ich bin einfach mal mutig und guck, wie viel wir aushalten. Gott, was ist denn jetzt? Also ich glaube, ich hole eigentlich auch aktuell gerade alle wieder, die bei uns mal waren. Glaube ich, wenn die mal bei uns waren. Okay. Patriotenweg muss ich mir merken, weil ich gehe jetzt dahin. Auf der Insel, wo die Toten sind, gibt es keinen einzigen mehr jetzt. Hast du die alle? Ich habe sie alle wiederholt. Und wir haben noch genug. Ja, ja. Alter. Ich habe sie jetzt alle hier hingeholt. Sie sind alle jetzt hier. Alle. So, Verteidigung brauchen wir aber nochmal einen Ding hier. Mir fehlt ja noch so ein Ding hier. Genau hier. Und hier hätte ich auch noch gerne irgendwie ein. Patriotenweg muss ich mir merken. Du kleiner Patriot. Was hast du gesagt? Ich bin ein Idiot? Nein! Patriot. Warum bin ich ein Idiot? Dann erwecke ich nämlich jetzt mal eben den wieder, den ich auf der Karte gesehen habe. Mach das. So, ich glaube, unsere Abwehr wird auch langsam echt mega. Oh, habe ich da zu viel dran? Ja. Wo ist denn der jetzt? Ach, Quatsch. Irgendwo hier musste der sein.
ist ja noch nicht bereinigt. Da war nur jemand schon mal drauf. Oh, der hat ein Geschenk für mich. Du hast ein Geschenk für mich, mein kleiner Freund. Geschenk erhalten. Was haben wir denn? Oh, Leuchtesammlungen. Toll, danke. Ich habe leider kein nix zu essen für dich. Boah, Alter! So ein Mini-Kürbis, haust du dir aber gut rein, Junge. So, hier bist du irgendwo. Da. Und den gefunden. Oh oh. Weißt du aber, was ich ganz vergessen habe? Wir brauchen alle auch Betten, ne? Ja, dann bau Betten. Ich weiß aber nicht wo. Wir haben keinen Platz mehr für Betten. Ah doch, irgendwo werden wir bestimmt Platz haben. Ja doch, da müsste noch ein so ein Bett müsste hier irgendwo noch hingehen. 1, 2, 3 passt auf jeden Fall noch hin. Ich baue die relativ nah. So. Geht hier auch noch eins hin? Nein, warum nicht? Mann, warum? Komm, eins noch. Ah, hier so in der Mitte. So, dann müsste eigentlich reichen, weil dann haben wir auch das Maximum erreicht. Dann müssten aber alle drei, sechs Betten habe ich damit nochmal gebaut. Wie kann man Silber craften, ne? Zils craften, genau. Unsere Abwehr ist auch mega jetzt eigentlich. Eigentlich. Da habe ich bestimmt gleich keine Punkte mehr. Ist ja egal, wenn wir noch. So, ich hole jetzt mal eben alles aus dem. Komm her, kleiner Mann. Alter Mann. Kleiner alter Mann. Wie man sich umziehen kann. Zeige ich dir gleich. So. Ja. Ich suche mal hier. Wo stehen denn nochmal meine Punkte? Ah ja, finde ich jetzt 200. Oh, was. So. Gut, ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Freunde. Bis gleich. Ciao. Oder eben halt bis zur nächsten Folge. Tschüss.